Hallo und herzlich willkommen zu dem nächsten Yu-Gi-Oh! Booster Pack Opening hier auf diesem Kanal. Ich bin Summoner Gameplays und bei mir ist. Kugat. So, wir öffnen für euch heute insgesamt 14 Booster Packs. Davon von High Speed Riders, Ring Raiders und dem Battle Pack 3 Monster League. Und ich würde sagen, Kugat macht jetzt mal sein erstes Pack auf. Ja. High Speed Rider. Kommt mir bekannt vor. Wenn wir das hätten wir das gerade schon gehabt. Ja. Vielleicht mal her. Weg damit. Braucht keiner. Oh, Nummer 1. Superladung. Ups. Nummer 2, der rote Resonator. Gute Karte. Mystischer Raumtaifun. Nächster Klassiker. Zwangsevakuierungsgerät. Das Ding ist nützlich. Synchronresonator, okay, kann ich nicht. Psy-Höhlenpanzer Alpha, yay! Oh, steht der Rotdrachen-Erzunterweltler, Klassiker. Schocküberraschung, ja, das will überraschen. Als rare. Und der Geschwindigkeitsroid Take-Tom-Borg. Oh, der Scheiß ist Name. nice, den legen wir mal hier Das ist hin. ein Scheiß Name, jetzt ehrlich. So, und dann mache ich jetzt mal meinen ersten Battle Pack 3 auf. Mal gucken, was drin ist. Wird Na. bestimmt ein harter Kampf. Naja. Der war flach, oder? Ist momentan ein harter Kampf, den Booster zu öffnen, aber es geht. Oh shit. Und das war mal schönes. Weiß ich nicht, ich muss die Karten noch rausholen. Einfach rauf, raus, einfach reißen. Zerstörungsthron, verräterische Schwerter, Klassiker. Übelschar Ketos, Ach ey. der unsterbliche Bushi und gebundener Zauberstab. Aha. So, dann kommt jetzt dein nächstes Pack Highspeed Riders. Ja, gut. Wer hat das gedacht? So, aber reißen, dann geht alles viel schneller. Und wir starten mit Resonatorruf. Rüstungsroid, den roten Kokon, kommt mir bekannt vor. Zukunftsleuchten, Trebons, Weißdrache, oder wie das heißt. Ja. Noch ein Zwangsevakuierungsgerät. Psycho-Hüllenpanzer Delta. Okay, der nächste. Seehöhlenpanzer. Oh, der schwarze Rosen-Mondlichtdrache. Ah, Nice. den kennen wir schon von unserem letzten Opening. Nein. Glaube ich nicht. So, und dann mache ich jetzt mal weiter mit meinem nächsten Monster League Battle Ja, Pack. aber den schwarzen Rosen-Dingsbumsdrache hatten wir, glaube ich, das letzte Mal nicht. Dann kann ich mich nicht erinnern. Na egal. So, wir haben Heiliger Kranich, Super Waghalsig Voranstürm, Metabo-Hai als Rare, Rhinotaurus als Prismatic und Vereinigte Magie. Ach, herrje. Sonst noch was? Nö. So, jetzt kommt mein einziger Wing Riders, weil wie es heißt. Du kennst dich da besser aus als ich. Mal gucken, was jetzt Schönes kommt. Hoffe ich was Gutes. Und starten gleich mit dem verbotenen Kelch. Ja. Nummer 66. Generalschlüsselkäfer. Karingoron oder so. Anti-leuchtender Ritter. Nest der Nadelkäfer, den Ja, habe ich schon der. immer gehasst. Überfall Raptor Verschwinder Lanios. Ruf der Gejagten, der nächste Klassiker. Überfall Raptor letzter Kauz. Ja, hoffentlich nicht. Rangsteigerungszauber Verdammnis Doppelkraft oder irgendwie so. Und der Icarus-Angriff. Oh, das ist auch Nice. ein guter Klassiker. Ja, aber ich habe doch keine Habsie dafür. Was mache ich denn jetzt? Ne, braucht man nicht. Das ist nur Richtig? einfach so Geil. als Motiv. So, bei mir kommen jetzt erstmal hauptsächlich die Battle Packs. Na dann. Jetzt hoffentlich nicht so ein Kampf. Der war flach. Greifer Kreuzritter. Nice. Wunderdünger. Ach hey. Schwarzer Brachius. Ach hey. Und Nummer 44, Himmelspegasus. Nice. Die Karte ist richtig gut. Echt? Ja, Brauchst du die? die kann ich richtig gut Scheiße. gebrauchen. Oh, Und oh. 7 vollendet. Die dir nichts bringt? Das weiß ich nicht. Auch ein Klassiker. So, jetzt kommt mein erstes Battle Pack von zwei. Scheiße, was? Die sind halt selber auch scheiße.
frag mich nur, warum manche leichter abgehen als andere. Ah ja, ne? Also mit ein bisschen Reißen klappt das schon. So. Panzerhandschuhkrieger. Nächtlicher Strahl, gute Karte. Kartenwache, ja, die brauche ich. Psyfluch und Inspiration, ja, die brauchen wir dringend. Inspiration ist immer gut. So, wie ihr seht, bei den Battle Packs haben die Booster Packs auch ein anderes Motiv vorne drauf. Mhm. Karten fühlen sich auch anders an. So, Styganische Straßenpatrouille. Ach hey. Finstere Bestechung. Ja, damit kennst du dich aus. Fechtendes Feuerfrettchen. Und ein Kartenkavallerist. Ach hey. Das ist auch nice. Und ein Kunai mit Ketten. Noch so ein Klassiker. Du hast irgendwie nur Klassiker dieses Mal. Fällt's dir auf? Ja. Jetzt kommt mein letztes Monster League. Ach herrje. Soll ich dir noch ein bisschen helfen mit dem Packs da? Nö, nö. Dann wird mir aber nicht völlig langweilig hier. Das geht schon. Echt? Ja. Schade. Was haben wir denn jetzt hier Schönes? Hoffentlich mal was Vernünftiges. So, schwarzer Stego. Edle Waffen. Atünfi. Afeudu. Tier. Ja. Ach hey. Eier Eisen. Ach hey. Eiseisen. Auch gut. Vampirkoala. Braucht ja jeder mal dringend. Und waghalsig voranstürmen. Na, so. Kommt mir bekannt vor. So, und jetzt sind noch meine Battle Packs übrig. Schlimm. Das heißt, cool. Aber das sind nicht nur Battle Packs, wie ich sehe. Nur. Cool Guy Hard guckt jetzt noch in Ruhe zu. Langweiler. Muss halt, ne? Kann ich das Motiv vom nächsten Pack behalten? Nö. Schade. So. Spaß wieder. Finsterer Kreuzritter. Ach ey. Kanonenfeuer des Drachen. Nice. Skelesaurier. Und Kampfgeist. Und ein Wattaptieren. Ach ey. Ja, zeig mal das Bild vom nächsten Cover. Ich finde es so lustig. Ups. Erstmal schön eine Tussi abgebildet. Ja, aber so, passt schon. So wollen wir es haben. Spaß. So schlimm sind wir nicht, oder? Nee. Gut. Wir doch nicht. Nee. Sonst wäre es ja langweilig. Ja. Na, die Packs wollen nicht so einfach aus. Du musst reißen. Ich reiße aber nicht. Explodierdrache. Banner des Mutes. Brauchen wir nicht. Verspäteter Ork. Drecksack. Super waghaltig voranstürmen. Noch so ein Ding. Und noch ein Kampfgeist. Nice. Aber irgendwie war das letzte Opening besser. Na. Da waren mehr gute Karten dabei. Na, aber wir haben auch gute Karten gezogen. Das geht. Oh, den kennen wir schon. Einen weiteren finsteren Kreuzritter. Der lebendig heimkehrende Krieger. Noch so ein Klassiker. Verhängnis von Koakimairu. Ach hey, was denn das? Und wütend tobende Pflanzen. Und Schutz der Spionlinge. Ach hey, was noch was? So, und jetzt kommen meine zwei Highspeed Riders. Endlich mal. Die qualitativen Packs. Qualitativ ist bei uns, glaube ich, gar nichts. Ach, und es geht schon gut los mit dem Rotdrachen Erzunterwäldler. Nummer 2, glaube ich, halt. Synchro-Knaller. Noch ein Weißdrache. Finsterer Resonator. Nice. Schweigende Psy-Kleriker. Ach, hey. Schweigende Psy-Kleriker. Geschwindigkeitsreut Zwillings-Jojo. Nice. Expressreut. Klassiker. Roter Teppich. Neu. Und Notfallteleport. Das braucht man manchmal. In Ultra Rare. Ach herrje. Na, haben wir schon, die erste Ultra. Echt? Die erste erst? Ja, die erste. Was ein Scheiß. So, und jetzt kommt unser letzter Pack. Hoffentlich ist nochmal was richtig Gutes. Sonst bin ich enttäuscht. Kartenauto D. Fängt schon mal scheiße an. Psy-Hüllenpanzer Alpha. Kennen wir. Stille Psy-Hexe. Na toll. Expressroll. Lautloser Psy-Zauberer. Langweilig. Weiter, mach weiter. Psy-Höhlenpanzer Epsilon. Ich bin jetzt Kreuzreut Menko. Würfelkamp. Kennen wir schon. Und roter Renner. Na, hat jetzt nicht so die. So, und das war's jetzt wieder mit diesem Nee, noch nicht ganz. Wir machen jetzt nochmal kurz. Das ist andere Stapel. Wir machen jetzt nochmal kurz eine Pause und zeigen wir uns so unsere besten Pulls. Ach hey. Bis gleich. Leute, das sind jetzt so die Pulls, die Cool Guy Hard gemacht hat. Die guten. Ja, musst du schon vorlesen. Psyfluch, Vampirkoala,
Icarus-Angriff. Super Rare. Geschwindigkeits-Roid, Take Tom Borg. Ich finde den Namen immer noch scheiße. Und den schwarzen Rosen-Mondlichtdrache. Von dem ich immer noch glaube, dass wir den jetzt das erste Mal hatten. So, und da kommen wir zu meinem Puls. Den roten. Na, Moment. Den roten Renner. Den Notfallteleport als Ultra Rare. Wütend tobende Pflanzen. Super waghalsig voranstürmen. Kampfgeist. Kartenkavallerist. Und das war sehr gut. Den Nummer 44 Himmelspegasus. Also hat der mal nicht gerne Scheiße. Und den Rhinotaurus. Und der unsterbliche Bushi. Ja, mal gucken, ob er wirklich so unsterblich ist. So, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Opening wieder. Oder beim nächsten Let's Play, je nachdem. Genau. Das heißt, bis dahin. Ciao. Tschüss.